Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch einen schnelleren Browser für die PSP, die schneller ist als der Browser von der PSP. Das heißt NetFront. Und was erforderlich ist für diesen NetFront ist eine PSP mit Custom Firmware oder einer Hand Firmware. Ihr müsst euch diesen Programm downloaden. Das werde ich auch bei mehr Informationen angeben. Dieses Programm geht bei der fetten PSP, bei der Slim and Light und bei der 3004 Bright Brite. Bei der Go geht es leider nicht. Und ja, die Anmerkungen. Der modifizierte NetFront Browser nutzt im Gegensatz zum fest in die Firmware integrierten Browser die volle RAM-Kapazität der PSP. Bei der fetten 32 MB, bei der Slim und Brite 64 MB. Dadurch wird ein schnellerer Seitenaufbau im Browser erreicht und auch größere Seiten lassen sich darstellen. Und jetzt zum NetFront Browser installieren und benutzen. Wir laden uns das Programm runter. Das werde ich bei mehr Informationen geben. Nachdem wir es gedownloadet haben, erscheint so ein WinRAR-Datei, den wir dann auf unseren Desktop entpacken. Und dann erscheint dieser Ordner. So, erster Punkt, ladet euch NetFront von dem Link herunter und extrahiert das Archiv auf die Festplatte, also auf den Desktop. Geht mit der PSP in den USB-Modus oder steckt den Memory Stick in den PC ein. Wir machen es per USB-Verbindung. Ohne Überprüfung fortsetzen. Diesen Ordner auswählen. So, hier gehen wir auf PSP Game und tun einfach diesen NetFront Browser rein. So, das war's auch. Jetzt trennen wir unseren USB-Modus. Aktivieren den WLAN-Schalter, da das eine Slim and Light ist, hier oben ist schon aktiviert. Und gehen zu diesem Programm, Spiel, Memory Stick. Da ist unser NetFront. Den starten wir mit X. Das ist so aufgebaut, zusammenprogrammiert wie das Standardprogramm von der PSP. So eine Fehlermeldung kommt, den müsst ihr nicht beachten. Kreis. Es verbindet jetzt mit eurem WLAN-Router. Jo. Und jetzt zeige ich euch, wie schnell das Programm ist. Ich schreibe mal YouTube hin. Eingabe. Und jetzt guck mal, wie schnell Google Suche. Und schon ist da. Hier. Da YouTube ein großes Portal ist, dauert es auch länger. Aber es war schon schnell. So, jetzt noch ein paar bessere Performance-Einstellung. Wir drücken auf Dreieck. Geht im Browser auf Werkzeug. Werkzeuge, Einstellungen. Anzeige-Einstellungen.
und stellt Speicherplatz sparen auf ein. Jetzt noch eine Einstellung. Geht im Browser auf Werkzeuge, Einstellungen, Case-Einstellungen. Und stellt die Case-Größe auf nicht verwenden. Okay. Das war's. Danke, dass ihr mein neues Video angeguckt habt. Bitte abonnieren, favorisieren, weiterempfehlen. Danke. Auf Wiederhören, auf Wiedergucken, auf Wiedersehen. Tschüss.